Liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist wohl eines der bekanntesten Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Und jeder hat es schon irgendwann mal im Religionsunterricht durchgenommen, als Beispiel des guten und richtigen Helfens. Das Interessante dabei ist, dass es ja in diesem Gleichnis gar nicht darum geht, dass man helfen sollte. Du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst Gott lieben, das war unumstritten. Die Frage, die dieser Gesetzeslehrer gestellt hat, wer ist es denn, dem ich helfen soll? Und das beantwortet Jesus mit diesem Gleichnis, indem er am Schluss nicht fragt, hast du gemerkt, wie man helfen soll, sondern er fragt, wer hat sich als Mitmensch gegenüber dem verhalten, der hier überfallen worden war. Zum Glück gibt es das nicht nur im Gleichnis, sondern oft auch in unserem Leben und sogar manchmal auf recht wichtige und spektakuläre Weise. Man kann sagen, hinterher ist es spektakulär. In dem jeweiligen Augenblick steckt man darin und überlegt, wie soll man handeln. Jedes Jahr wird vom bayerischen Ministerpräsidenten eine Anzahl von Menschen aus Bayern ausgezeichnet für ein besonderes Helfen, für ein Helfen in höchster Not. Sie bekommen die Lebensrettermedaille. Hören wir einige Beispiele. Sophia Daili aus Helfburg im Landkreis Schmürberger-Land ist die jüngste Retterin, die letztes Jahr mit der Bayerischen Rettungsmedaille geehrt wurde. Daili, die zum Zeitpunkt der Rettung erst 13 Jahre alt war, sprang mitsamt ihre Kleidung in einen Baggersee und rettete einen vierjährigen Jungen vor dem Ertrinken. Später sagte sie, ich weiß selbst, dass kein anderer zu Hilfe gekommen ist. Der Junge hat geweint und geschrien. Es waren Leute da, die haben einfach nur zugeschaut. Gerade noch rechtzeitig kam auch die Hilfe für eine Münchner Radfahrerin. Die Frau wurde von einem abbiegenden LKW erfasst und mitgeschleift. Ernst Hartmann Groß beobachtete den Unfall und sprang direkt vor dem fahrenden LKW, um diesen zum Anhalten zu zwingen. So konnte er gerade noch verhindern, dass die Radfahrerin von der Hinterachse des LKWs überrollt wurde. Ich bin einfach nur reingesprungen, erinnert sich Maximilian Kessler an den 16. Juli des vergangenen Jahres. Es klingt völlig selbstverständlich, wie er das sagt. Doch durch seinen mutigen Einsatz wurde der Dachauer Bub an diesem Tag ein kleiner Held. Der Neunjährige hatte im Dachauer Familienbad gerade einige Male die Rutsche benutzt, als er am Beckenrand einen reglos treibenden Körper eines kleinen Kindes sah. Obwohl Maxi selbst noch nicht richtig schwimmen konnte, sprang er sofort ins Wasser und rettete den vierjährigen Jungen sofort im Ertrinken. Doch es gibt auch das andere. Zahlreiche Gaffer haben bei einem Unfall in Ingelheim die Arbeit der Rettungskräfte behindert. Dort wurde bei einem Zusammenprall zweier Autos ein Mann schwer verletzt. Die Schaulustigen hingen den Einsatzkräften förmlich im Nacken und wagten keinerlei Distanz. Gaffer statt helfen kann sogar unterlassen Hilfeleistung sein. Vielen Dank für diese Beispiele, was wirklich passiert ist. Und vielleicht sagt ihr, sagen Sie natürlich, wenn da eine Lebensgefahr ist, da springe ich auch rein und helfe und bin da vielleicht sogar.
sogar, wenn es für mich gefährlich wird. Aber ist es in unserem normalen, alltäglichen Leben wie offene Augen, bereit zu helfen. Es gibt ja oft ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu helfen. Jeder nach seiner Fähigkeit, nach seiner Zeit, nach seinen Möglichkeiten. Wir haben einmal einige Beispiele zusammengestellt und möchten diese Ihnen nun überreichen und Sie einladen, mit Ihren Nachbarn oder Nachbarin einmal kurz zu überlegen, wie Sie eventuell sind vor einem der gezeichneten Fälle reagieren würden.